Edward, der Pirat. Ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja Leute, wird gar nicht großartig rumgequatscht, wir legen einfach direkt los mit dem Einzelspieler. Ich wünsche euch wieder sehr viel Spaß, mir natürlich auch und auch vielleicht ein bisschen Erfolg, dass das nicht wieder so eine totale Fail-Serie wird oder so, gucken wir einfach mal. Aber es ist immer schwer zu vermeiden, also los geht's Leute. Juhu! Ubisoft präsentiert. Festhalten! Cape Bonavista, Juni 1715. Sie haben uns! Geht schon mal gut zur Sache hier. Nicht ahne ja, wen wir da schon haben hier. Ihr wahrscheinlich auch. Kannst du sie sehen? Die Kanonen! So, und da geht's auch schon los. Neues Missionsziel, das Ruder des Schiffs erreichen. Das werde ich wahrscheinlich nur irgendwie hinbekommen jetzt hier an dieser Stelle. Ja, das dürfte Edward Kenway sein, der Vater von Haven Kenway, beziehungsweise der Großvater von Connor. Cool, 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 cool. Und wir steigen direkt in die Action ein. So, haben wir hiermit erreicht. B, Steuerruder nehmen. Geht klar. Um Ihre Kanonen abzufeuern, halten Sie LT und bewegen Sie rechten Stick zum Zielen. Drücken Sie dann auf RT, um zu schießen. Ja, das kriegt man schon irgendwie hin hier. Maximalen Schaden auf den Rumpf. Jupp, geht klar. So, gut, erstmal ein bisschen zielen hier. Den ersten haben wir auch schon erwischt, obwohl ich noch gar nicht richtig was gemacht habe. Feindliche Schiffe versenken. Schiffe versenken ist immer ein sehr, sehr lustiges Spiel. Müssen wir erstmal ein bisschen nach rechts machen. So, und Schuss. Ja, da sind noch ein paar. Bereit zum Feuern. Und gleich nochmal, Achtung. Ich muss am besten mal noch ein bisschen nach rechts am besten. So, jetzt schießen. Ah, das sieht doch gut aus. Das war ja hier ein One-Hit gewesen bei dem Boot. So, wir können auch ein bisschen schneller machen, wenn ich A drücke. Aber wir müssen jetzt mal hier ein bisschen die Perspektive ändern, weil hier links ist anscheinend noch ein, so wie es aussieht. Eieiei, es ist aber auch ein Scheißwetter gerade. Ich drücke mal B, dass wir ein bisschen langsamer sind. So, jetzt Feuer. Sieht gut aus. So, gleich noch ein bisschen drehen. Komm, 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 komm. Und nochmal. Eieiei, treffen wir noch. War knapp gewesen. Ein Schuss, dann dürfte das aber gewesen sein. Okay, nochmal. Das machen wir ein bisschen schneller. Langsamer. Kommen wir sind noch nach rechts hier. Das kriegt man schon irgendwie hin. So, jetzt mal feuern. Das dürfte aber jetzt wirklich gewesen sein. Wunderbar. So. Nice. Das Magazin ist explodiert. Na, dann mal lieber runter von dem Boot. Lösch die Flammen! Mach schon, du räudiger Hund! Oh. Ein Assassine. Edward. Hm? Die Freibeuterei. Ist das gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es. Neues Missionsziel, das Ufer erreichen. Okay, Leute.
Ja, das war ja schon mal ein ziemlich cooler Einstieg gewesen. Sehr, sehr actionreich auf jeden Fall. Kann man auch froh sein, dass er jetzt hier noch sein, ja, wie soll man sagen, seinen Ohnmachtstraum unter Wasser gehabt hat und er von seiner guten Alten da geträumt hat, von dem Gespräch. Das hat ihm anscheinend dann irgendwie noch die Kraft gegeben, da wieder aufzuwachen, auf die Oberfläche zu schwimmen und dann irgendwie wieder zurückzukehren. Ich weiß es nicht. Und wir haben auch schon die erste Assassine jetzt hier gesehen an der Stelle. Ich meine, er, Edward Kenway, ist ja an sich, ist ja keine Assassine. Es ist einfach nur ein stinknormaler britischer Pirat. Wurde aber von Assassinen ausgebildet, was ihn dann natürlich dann doch ein bisschen von der Masse unterscheidet. Aber gucken wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. War es für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Dich hole ich mir, Früchtchen! So! Neues Missionsziel, den Assassinen finden. Na, dann machen wir das mal an der Stelle hier. Na komm, Mann! Ja, das war kein guter Anfang. Die haben sich nicht so super verstanden. Aber ich meine, unser Edward wollte ja mit ihm zusammenarbeiten, aber er will anscheinend irgendwie nicht. Na, dann rennen wir erstmal hinterher und gucken mal, was das wird hier. Was ich witzig finde, ist, dass hier der Edward die Synchronstimme vom Phil von Hangover hat. Glaube ich zumindest. Also kommt mir ziemlich bekannt vor. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Hause. Ja, das ist die Stimme von Hangover vom Phil. Willst du den ganzen Weg laufen? So, huch, ist eine Weile her, dass ich hier Assassin's Creed irgendwie gespielt habe und so. Ich muss natürlich dann auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen, aber irgendwie kriegt man das schon hin. Auf jeden Fall weiß ich auch noch, dass die Punkte, wo man dann hier das synchronisieren kann und so, bessere Aussicht hat, bla bla bla. Aber gucken erstmal, wo wir jetzt hier lang müssen. Wir müssen wahrscheinlich hier irgendwie. Hier kommen wir lang, hier kommen wir lang, hier kommen wir lang. Wunderbar, er ist aber auch schon sehr grazil unterwegs. Man merkt da schon ein bisschen die Ausbildung. So, hier geht's auch hoch. Ist das eine Wäscheleine oder was? Sieht ganz so aus, hä? Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön hier wieder, ne? So vom Areal und so weiter. Ist das wirklich traumhaft? Würde mir am liebsten gleich wieder dort irgendwie Urlaub machen. So, wo müssen wir jetzt lang? Hier wahrscheinlich. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Ja, speichern, okay. Hier geht's hoch. Na komm. Und dann haben wir wahrscheinlich schon unseren ersten Turm, den wir hier synchronisieren können. Müssen wir wahrscheinlich nach links und hier nach oben. Ja, passt. So. Ah, da sind wir ja gleich schon ganz oben hier. Hier geht's noch lang. Ach, immer wenn ich links Stick drücke, okay, das muss ich mir jetzt natürlich abgewöhnen. Nicht, dass ich dann wieder wie bei GTA ständig rumhupe und so. So. B synchronisieren. Ist das schön hier. Schön, gefällt mir. So, halten Sie ja T und A während... Okay, um vorwärts zu springen einfach nur. Ja, wir müssen... Eigentlich wollen wir ja gar nicht wieder ganz runter, oder? Na, ich guck mal. Na, doch, doch, in die Richtung hier vielleicht. Ah, das sieht doch gut aus, da ist er. Komm, das kriegst du hin. Wo will der bloß hin? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Folge mir und du stirbst! Naja, das werden wir sehen, mein Guter, das werden wir sehen. Hier geht's, glaube ich, lang. Wir könnten uns zusammentun. Könnte man. Das könnte man tun, aber er hat anscheinend kein Interesse dran. Er hat wahrscheinlich ein ganz, ganz großes Problem mit Piraten. Das ist da eigentlich ein sehr sympathischer Pirat. Also ich weiß gar nicht, was er hat, der Gute. Komm, weiter geht's. Da kannst du nicht drüber, natürlich kannst du ja drüber. Bleib mir vom Leib!
Eieieiei. Alter! So, neues Missionsziel, den Assassinen eliminieren. Ja, er will es halt wissen. Er will es halt wissen, wenn er uns jetzt hier anschießt und so, dann geht's leider nicht. Das war's halt mit der gewünschten Zusammenarbeit. Ah, ja, den kriegen wir schon. Er denkt wahrscheinlich, dass er uns hier easy entkommen kann und so, aber da hat er sich jetzt mit dem Falschen angelegt. Aber er ist trotzdem ganz schön schnell. Aber komm, den kriegen wir. Ich kann schon mal Waffen ziehen. Wartet mal. So. Na, schnappen wir uns den jetzt hier. Na komm. So, B zum Kondon. Okay, das war ziemlich konsequent gewesen. Nice. Tja, das war's mit der Assassine. Mr. Duncan Walpole, ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Suma su humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Yeah. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. Na, das passt ja super. Er weiß nicht, wie er aussieht, er weiß nur, wie das Gewand des Ordens aussieht. Und er kann sich verhalten wie ein Assassine. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge und da holen wir uns die Belohnung ab. Finde ich gut. So, neues Missionsziel, einen Weg nach Havanna finden. Okay. Wann haben wir irgendwie eine Truhe oder so? Dieser Schoner sollte ausreichen. Aber irgendwie sehe ich sie gerade nicht. Nee, hier ist keine Truhe. Na egal. So, dann springen wir mal hier am besten ins Wasser rein. Warnungssperrgebiet, okay. Also werden hier wahrscheinlich gleich irgendwelche Gegner wieder rumrennen. Habe ich aber nichts dagegen. Ich mag das Kampfsystem super gerne von dem Spiel. Und das muss ich wirklich mir mal... Okay, ein bisschen mehr Gefühl beamen, dann kriegen wir es schon hin. Auf dem Weg nach Kingston. Wir sollen das Schiff dieses Schurken übernehmen und folgen. Verzeiht, Kingston? Nein, unser Reiseziel ist Havanna. Ich bin nur ein Händler. Schweig, du dreckiger Pirat. Du wirst hängen für deine Schandtaten. Sir, ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun. Meine Crew und ich gingen nur vor Anker, um Vorräte aufzufrischen. So, wir sollen den Kaufmann befreien. Stoppt sie! Können wir mal pfeifen. Grund, deinen Schädel nicht zu spalten. Anpirschzonen. Bereiche mit dichter Vegetation können als Anpirschzonen benutzt werden. Sie können sich daran verstecken und unbemerkt bewegen. Nutzen Sie sie, um sich ihren Zielen heimlich zu nähern. Okay. Nehmt meinen Zucker. Nehmt alles, was ihr wollt. So, den Hammer. Alles, was ihr wollt. Bea Beuden. Was hat er denn dabei? Okay. Mal pfeifen. Oh Gott. Aber ich glaube, ich werde es jetzt hier direkt auf den Kampf anlegen hier. Komm, Leute, machen wir ein bisschen Action. Los geht's. So, den Hammer. Mensch, ist das schön. Das ist natürlich auch was. Cool. So, komm mal her, Leute, hier. Ah, scheiße. Und normal. Ich will schon ein bisschen mit Kondon hier auch arbeiten wieder. Das sieht gut aus. Guck mal die Schildkröte da. Das ist eine schöne große Schildkröte. Die ist ja niedlich. So, die haben wir auch. Ah, lass ja die Schildkröte in Ruhe, Leute. So. Bam. So, das war's schon gewesen, hä? Huh? Okay, das war easy doing. Guck mal. Oh, das ist eine Wasserschildkröte natürlich. So gut, Leute, ne? Dann machen wir mal hier den Kaufmann. Können wir mal hier befreien irgendwie. Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Ich bin euch ewig dankbar. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch hier liegt mein armer Kapitän und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge.
Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet, das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät, dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was? Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles, dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Das ist cool. Ja, ist doch ein sehr erbaulicher Tag auf jeden Fall. Ja, natürlich, meine wurde befreit und so, das ist ja dann doch ohne positiv ausgegangen. Ohne ein Ruderboot werden wir wohl zum Schiff schwimmen müssen. Na, dann machen wir das mal. Da gibt es wohl Schlimmeres. Da gibt es wirklich Schlimmeres. Das Wasser dürfte doch schön warm sein. Schnell und leicht, aber das sind dann nicht nur die Eigenschaften eines Piraten, das sind auch die Eigenschaften einer Assassinen. Oh, ist das anstrengend, hätte ich doch den Mantel ausgezogen. So, das Gute des Schiffs erreichen. Komm hier vielleicht rein. Nope. Ah, wunderbar, geht auch. So. Na dann, Leute, haben wir wieder ein Schiff, ging ja schnell. Besser als erwartet. Steuergut nehmen. Willkommen an Bord, Duncan. Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? Ja. Mehr Segel! Alle Segel! Ab geht's. Ah, ich spüre den Wind in den Haaren. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Das ist die beste Art, es zu sehen. So, aus der Bucht sollen wir jetzt segeln. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt hier hinbekomme. Mit dem Wind, was? Aber das ist so ein sympathischer Zeitgenosse. Ich finde ihn ganz witzig eigentlich. Auch wenn er ein bisschen trottelig wirkt, ist er trotzdem ganz witzig. So, jetzt muss ich mal hier ein bisschen aufpassen. Okay, ich muss ja nach links. Die habe ich gar nicht gesehen hier. Diese kleine Sandbank. Scheiße. Ja. Ich hoffe, dass ich das auch so hinbekomme. Oder wollen wir es ein bisschen langsamer machen? Ich probiere es erstmal so. Schauen wir mal. Ja, das sieht doch gut aus. Ach komm, das kriegt man hin hier. Ja, das sieht gut aus. Muss man ein bisschen mehr hier wieder auf die Minimap gucken. Ja, dann sieht man das eigentlich mal ganz gut, wo man lang kann, wo man nicht lang kann, logischerweise. Es ist schön hier. So, jetzt hier nach links. Mal sehen, ob wir es kriegen, ohne langsamer zu werden. Ich denke schon, oder? Ah ne, wir machen einfach hier außen lang. So, jetzt nach links. So knapp. Naja. Passt schon, ist ein stabiles Boot. Ereignis ansehen. Was ist denn gerade passiert? Ist was runtergefallen oder was? Egal, machen wir weiter. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Zweimal gegen die Wand gefahren. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. Aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. Sorry, Leute. 2 Mal gegen die Wand gefahren. Ihr seid ein großartiger Seefahrer. Also die Ironie dahinter. Gefällt mir. Fantastische Arbeit. Sehr vielversprechend. Okay, ganz ruhig jetzt. Bitteschön. Willkommen zurück. Tja, die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob Ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Nach oben,
Danke. Runter? Ja. Soweit, so gut. Super. Stehen Sie auf. Bon, willkommen beim Sample 17 Projekt. Salut. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitteschön. Test, test, 1, 2, 3, allô, bonjour, c'est bon? Klappt es? Schätzelein. Okay, gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Ja. Beeindruckend, nicht? Ja. Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt. Aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Okay. Seit 2010. Das ist jetzt ja auch einer der ziemlich krassen Änderungen. Davor hatte man immer den Desmond. Unser erster Titel mit der Animus-Technik. Das war nur die Spitze des Eisbergs. Bald enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler in der ganzen Welt. Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Noch die spannendsten Stellen. Und wir glauben, wir haben das perfekte Thema für unser erstes Großprojekt gefunden. Karibische Piraten. Jo. Das ist ihr Job. Davor hat man immer den Desmond gehabt in der Gegenwart. Und jetzt ist der Typ sozusagen unbekannt. Und man wird, glaube ich, auch nicht erfahren, wer das ist. Eine Minute, d'accord? Und man spielt hier sozusagen diesmal das erste Mal unter Ego-Perspektive in der Gegenwart dann. Oh, danke, Nancy. Bonne journée. Joa, schön. C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Das ist für Sie unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. Haben Sie bemerkt, dass die Sicherheit hier etwas lax ist? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Meine Dateien, dann gucken wir mal. Angestelltenausweis. Abstergo Entertainment Angestelltenausweis. Der Ausweis, der Ihnen hoffentlich viel Erfolg bei Abstergo Entertainment bringen wird. Ja. Okay. Kann wieder schließen. Da folgen wir der Guten erstmal noch. Aber schon ganz schön anzusehen, das Ding hier von innen. Schöne Eingangshalle oder was auch immer. Das sieht ja so aus, ne? Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio, 2. Stock. Okay. Das Stockwerk Sample 17 Projekt auswählen. So, B habe ich jetzt eben gedrückt und jetzt muss ich einfach nur A drücken. Läuft. Ich Fuchs. Bereit? Ja. Dann los. Ich aber zieht euch das mal rein hier. Den ganzen Fischen. Alter. Ah, unser Boss Olivier Gano, unser CCO. Ich stelle sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kenway-Linie. Haytham, Connor... Edward, der Pirat. Ah, ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mache das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. Also... Das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles. Salut. Wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Salut. Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Wenn ich was dran mache, dann explodiert. Wir haben Ihre eigene Animus Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später.
Viel Spaß. So, speichert auch schon an der Stelle. Super, super, super. Zieht euch mal diesen coolen Bildschirm rein. Sowas hätte ich auch gerne zu Hause. Gefällt mir. Okay, Leute, da machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Folge wieder dabei seid. Denkt bitte auch an den Daumen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, jetzt die kommenden Tage so viele Folgen wie möglich rauszuhauen. Und das ist natürlich dann immer noch so eine kleine extra Motivation, wenn man auch sieht, dass es euch gefällt. Ja, ne? Feedback ist natürlich auch erwünscht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.